Es geht um einen nicht mehr ganz jungen Mann namens Stefan Zöllner, der in Bochum geboren und aufgewachsen ist, dann Schauspieler wurde und nach München gegangen ist, unter anderem wegen einer nie ganz geklärten Liebesgeschichte mit seiner Sandkastenfreundin Charlotte, die er von Kindesbeinen an kennt. Jetzt ist er zurückgekommen, um nach 10 Jahren sein Elternhaus zu verkaufen. Und eigentlich will er auch so schnell wie möglich wieder weg, aber das funktioniert so natürlich nicht. Er trifft sehr viele Leute von früher, lernt neue Leute kennen und wird mit seiner ganzen Lebensgeschichte konfrontiert und ja, muss Entscheidungen treffen. Mir schwebt eigentlich noch ein größeres Ding vor über eine Familie im Ruhrgebiet über die Jahrzehnte. Und da habe ich mir schon einige Figuren rausgenommen und die wollte ich gerne an einem Wochenende aufeinanderprallen lassen. Mich hat also auch der formale Aspekt interessiert, mal ein Buch zu schreiben, was wirklich nur an 2 Tagen spielt, mit 3 kleinen Rückblenden, aber wo Zeit und Raum sehr eng gefasst sind. Also da spielt sich alles auch in einem Umkreis von maximal, eigentlich die meiste Zeit von 2-3 Kilometern ab. Nur einmal fahren sie nach Dortmund, das sind dann 20 Kilometer. Ich hätte mal irgendwann den Absprung vielleicht suchen sollen im Studium oder so, aber jetzt könnte ich mir das nicht mehr vorstellen. Und ich habe mir im Studium tatsächlich überlegt, wie viele andere, auch mal nach Berlin zu gehen. Ich komme prinzipiell mit im Norden Deutschlands ein bisschen besser klar, auch wenn ich mit einer Fränkin verheiratet bin. Aber Hamburg oder Berlin, das wäre innerhalb von Deutschland noch denkbar gewesen. Aber jetzt bringt das eigentlich nichts mehr. Jetzt bin ich alt, habe Kinder und da möchte ich schon natürlich im Ruhrgebiet aufwachsen. Sicherlich ernstes Buch ist Pink Moon, ein Buch, was eigentlich völlig ohne den normalen Gosenhumor auskommt. Der hat schon auch komische Stellen, aber sehr viel weniger. Das aber, dass sich auch weniger verkauft. Es ist vielleicht das Buch, wo ich am konsequentesten Komik der auch sehr zupackenden Sorte kombiniere mit einer gewissen Melancholie. Also es sind sehr deftige Stellen in dem Buch drin, aber auch ein paar nachdenkliche. Und klar, der Protagonist ist so alt wie ich, das heißt, der macht sich auch über Dinge Gedanken, wo ich vor 10, 15 Jahren auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht hatte. Speziell die Auseinandersetzung mit dem Tod der Eltern ist bei ihm auch immer noch von so sehr großem Zorn auch getragen. Und ich denke, ich habe diesmal konsequenter als sonst diese beiden Welten zueinander geführt. Also ich wollte immer dahin, ich wollte immer Mitte 40 werden. Ne? Ich wollte nicht vorher abtreten. Was heißt die Herausforderung? Ja, also speziell wenn man Familie hat, wenn man also Kinder hat, steht man natürlich vor einer ganz anderen Art von Verantwortung als früher. Das wird einem erst im Nachhinein so klar. Deshalb ist es ja auch schwer, mit Leuten über Kinder zu reden, die keine haben. Diese Kluft wird nie zu überbrücken sein, auch wie sich das Leben dadurch verändert und ganz neues Leben im Prinzip wird. Und die Entscheidungen, die man trifft, die betreffen nicht mehr nur einen selber. Und es kommt so langsam die Erkenntnis, dass man nicht mehr unbegrenzt Zeit hat, auch wenn ich jetzt nicht dramatisieren will und sagen will, mit Mitte 40 überlege ich mir schon, dass ich in 3 Wochen in der Kiste liege. Aber man wird in anderer Hinsicht aber auch wieder gelassener und denkt sich, ach, das habe ich schon erlebt, das ist alles nicht so schlimm. Und das ist ein Zustand, den ich mir sehr, sehr viel häufiger bei mir wünschen würde. Ich reg mich noch immer ein bisschen zu viel auf. Das ist manchmal ganz interessant. Es ist manchmal ein bisschen skurril, wenn nach Kabarettauftritten Leute kommen und das sind immer Männer, ausschließlich, und sagen, hör mal, ich habe da einen, den habe ich letztes Jahr auf der Goldenen Hochzeit von meinem Nachbarn erzählt, den kannst du so einbauen. Und wenn die den Witz dann erzählen, ist er meistens nicht so, dass man den einbauen kann. Aber ich würde dann Unterschied machen zwischen Journalisten und Lesern. Leser finde ich völlig okay, die haben Recht darauf zu sagen, das ist mein Geschmack, das will ich von Gosen geliefert kriegen. Es gibt dann welche, die auch gerne mal sich überraschen lassen von einem Autor, aber die meisten wollen schon wissen, was der jeweilige liefert, weil die Neuerscheinungen sind sehr unübersichtlich und da orientiert man sich an dem, was man kennt. Nicht so viel Verständnis habe ich immer für Journalisten, also professionelle Kritiker, die merken, oh, das neue Buch ist anders. Dem Buch dann aber keine Chance geben. Das würde ich von Profis dann schon erwarten, dass sie nicht sagen, das ist nicht so witzig, also finde ich es nicht gut, liefert nicht 100% Gosen, deshalb verreise ich das jetzt mal. Da erwarte ich von Profis schon, dass sie nach 50 Seiten vielleicht mal innehalten und sagen, ich gebe dem Buch nochmal eine Chance und gehe mit, lese das nochmal mit anderen Augen. Ich lasse mir dann immer noch ungern, aber muss ja sein, nachweisen,
dass es vielleicht nicht gut geschrieben ist, dass bestimmte Dinge nicht gut entwickelt sind, nicht nachvollziehbar sind, die Figuren nicht plastisch werden und so. Aber von vornherein das Ding in die Tonne zu kloppen, weil es nicht das ist, was man erwartet, das lasse ich Lesern lieber durchgehen, also den quasi Hobbylesern lieber durchgehen als den Professionellen. Das eine bedingt ja das andere. Ne? Wenn ich nichts schreibe, kann ich nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich muss allerdings sagen, wenn ich mich unter Todesdrohung entscheiden müsste, dann würde ich mich eher fürs Schreiben entscheiden. Weil Bühne ist auch immer eine bestimmte Art von Verhalten, die manchmal auch Kraft kosten kann. Und beim Schreiben, ich genieße mittlerweile am Schreiben am meisten, dass ich selber da die Klappe halte. Ich rede ja sehr viel und also Gelegenheiten wie Buchmesse oder einer langen Lesereise oder Kabaretttournee, da kann ich mich manchmal selber einfach nicht mehr labern hören. Und wenn man zum 20. Mal dasselbe erzählt, denkt man auch, du erzählst auch nur Blödsinn. Ich habe auf jeden Fall einen Buchtipp vom Kollegen und ich darf auch sagen, guten Freund Frank Schulz im Verlag Galliani Berlin. Onno Fietz und der Irre vom Kiez. Frank Schulz ist ein sprachlich sehr elaborierter Autor, wenn man das so sagen darf. Hat einen Detektivroman geschrieben mit seinen eigenen Mitteln, die sprachlich große Klasse sind. Ist relativ weit von mir weg, aber ich will ja auch nicht privat das lesen, was ich selber schreibe. Das ist ja langweilig. Es ist sehr abgedreht, sehr skurril, spielt in Hamburg, Reeperbahn, und aber auch auf Mallorca und so. Und es ist wirklich, man muss reinkommen, man muss ein Faible haben für abgefahrene, sehr ausgefeilte Sprache, und dann wird man bei Frank Schulz sehr reich belohnt.